Hi, willkommen bei Europa von A bis Z. V wie Verteidigung. Hat Europa eine Armee? Wie kann sich die EU verteidigen, wenn ein Mitgliedstaat angegriffen wird? Die EU hat keine große gemeinsame Armee, aber eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die GSVP. Wie funktioniert diese GSVP? Schaut mal. Die EU hat keine gemeinsame Armee in allen Mitgliedstaaten, aber sie kann Soldaten in die Welt entsenden. Intervention bei den schweren internationalen Krisen, um den Frieden zu sichern. Hilfe für bedrohte Völker, bedroht durch Konflikte oder Naturkatastrophen. Die EU koordiniert immer mehr Missionen im Ausland. Sie handelt im Einklang mit den Vereinten Nationen. Sie ist auf drei Kontinenten präsent. Mit sehr unterschiedlichen Zielen. Zum Beispiel Waffen zerstören oder ausländische Armeen beraten, Wahlen überwachen oder den Schutz vor Piraten. Die Europäer organisieren sich nach und nach für den Aufbau der Marine und der Luftstreitkräfte. Und von Bodentruppen. 1.500 bis 3.000 europäische Soldaten sollen ständig einsatzbereit sein. Der Name des Konzepts: schnelle militärische Krisenreaktion. Europa hat gemeinsame Strukturen für die Durchführung dieser Operationen. Sie stützen sich auf die militärischen Kapazitäten der Mitgliedstaaten. Aber die EU hat keine ständige Armee zu ihrer Verteidigung. Die EU koordiniert diese Operationen. Dazu nutzt sie die Armeen der Mitgliedstaaten. Sie selbst hat keine ständige Armee. Denn die EU-Länder sind sich in diesem Punkt nicht einig. Manche Länder sind neutral, zum Beispiel Österreich und Finnland. Großbritannien und bestimmte osteuropäische Länder möchten sich lieber mit den USA verbünden und so ihre Verteidigung über die NATO sichern. Aber in einem sind sich alle Länder einig, dass sie sich gegenseitig verteidigen müssen. Wenn ein Land angegriffen wird, müssen alle anderen Beistand leisten. So gut sie können und mit allen Mitteln. Beruhigt. Tschüss.